Hallo, 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 ihr Gartenfreunde hier und willkommen zurück zu Zack McCracken, Between Time and Space, mit mir, eurem Retro-Floppy. Ja, man kann nach unten gehen. Ach du meine Güte, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Wie es aussieht, sind die Pflanzen kurz davor, auf die Menschen losgelassen zu werden. Das sieht mir aus wie Audrey. Wird dieses Exemplar etwa als eine Art Wachhund eingesetzt? Können wir mit der Pflanze reden? Dieses Gewächs sieht sehr interessant aus. Es macht schmatzende Geräusche und ich habe das Gefühl, es beobachtet mich. Ein komisches Gefühl, zu wissen, dass jemand oder etwas Hunger auf einen hat. Termiten? 300 Millionen Termiten, die einen Düngesack bevölkern. Ich hab's genau gesehen. Da sind Äste. Dort liegen ein paar abgestorbene Äste. Kann ich die mitnehmen? Das ist ein Zerkleinerer. Hey, ein Gerät für die Zerkleinerung von Ästen und anderen Holzresten. Okay, dann wird wieder mal ein Ast rein. Also gut, lasst uns ein bisschen Holz zerkleinern. Jetzt habe ich Sägespäne. Da liegen einige Sägespäne. War das das Richtige? Vielleicht soll ich doch was anderes reinwerfen. Da ist ein Kaugummi an dem Schild. Wer weiß, wie viele Jahre der dort schon klebt. Benutze Skalpell mit Kaugummi. Wer weiß, wie viele Jahre der dort schon klebt. Nimm Kaugummi. Noch etwas, was mir die Hosentasche ruiniert. Okay, den konnte ich einfach so nehmen. Was ist da? Rasenfläche. Schau an, Rasenfläche. Rasen betreten verboten. Da ist eine Holzhütte. Eine Holzhütte, ziemlich schlechte Zimmererarbeit. Sie grenzt an das Grundstück und unterbricht den Zaun. Genau die Schwachstelle, das ist schon wieder fast zu klischeehaft. Leider komme ich nicht näher ran, solange mich diese Pflanze bedroht. Ich muss mir irgendwas überlegen. Da ist eine bemalte Bank, die sehr schlecht bemalt wurde. Eine grüne Bank, sie sieht frisch gestrichen aus. Ich mag diese Bänke überhaupt nicht. Wenn sie nicht frisch gestrichen wäre, würde ich mich sicher in ein altes Kaugummi setzen. Ja, aber die ist auch sehr toll gestrichen. Und die Farbe sieht irgendwie sehr ungesund aus. Nimm Farbeimer. Nein, da mache ich mir die Hose dreckig. Schau an, Farbeimer. Das ist ein Farbtopf, Farbe grün. Er scheint hier schon länger zu liegen. Obwohl die Bank noch nass ist, ist die Farbe im Topf schon festgetrocknet. Muss wohl an der Luftfeuchtigkeit liegen. Was ist da? Ein Windrad. Oh, wie schön. Nimm Windrad. Sowas habe ich schon immer mal haben wollen. Okay, wo geht's da lang? Zum Waldrand. Gut, gehen wir zum Waldrand. Da ist ein Schäufelchen. Ein kleines Schäufelchen. Kann man das mitnehmen? Alt, verrostet, vergammelt. Damit kann ich nun wirklich nichts anfangen. Sack mit Torf. Edeltorf. Aber auch er lässt die Gewächse nicht wachsen. Komisch. Schaufel. Ein guter alter Spaten. Oder ist es eine Schaufel? Ich kann die beiden nie auseinanderhalten. Das ist eine Schaufel. Ich glaube, ein Spaten ist viereckig. Nimm Schaufel. Ein solches Gerät kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ich hoffe, der Gärtner hat nichts dagegen. Lassen Sie die Schaufel dort stehen, das ist ein Erbstück. Er hat etwas dagegen. So ein Pech. Das ist ein Erbstück. Lass du dem rächen? Ein Rächen? Damit, dass ich den Rechen klaue, hat er bestimmt nicht gerechnet. Du hast es falsch verstanden. Ich bin Star-Reporter und nicht Gärtner oder Taschendieb. Saatgut, was damit? Drin ist, was draufsteht. Saatgut. Und wenn ich das richtig sehe, sind das Samen von Erdnussstauden. Na, kein Wunder, dass hier nichts gedeiht. Wie kann man in Zürich Erdnüsse anbauen? Dann nimm ein paar Erdnüsse. Und was sind die Handschuhe da? Schöne Arbeitshandschuhe.
Nimm Arbeitshandschuhe. Der Kerl scheint wirklich schlechte Laune zu haben. Und er würde definitiv merken, wenn ich sie einfach einstecke. Aber vielleicht gibt er sie mir ja, wenn ich ihn ganz lieb darum bitte. Bestimmt. Wir reden mal mit ihm. Guten Tag. Sind Sie hier der Gärtner? Nein, ich bin Zollbeamter der Transsibirischen Eisenbahn. Natürlich bin ich der Gärtner. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur sicher gehen. Darf ich mir mal Ihre Schaufel ausborgen? Sagen Sie, kennen Sie sich mit Schädlingen aus? Warum so betrübt? Sie haben da aber schöne Handschuhe. Wir fragen ihn mal, warum er so betrübt ist. Wobei, wir machen alles von oben nach unten. Ich wollte Sie fragen, ob die Möglichkeit bestände, dass ich Ihre Schaufel für einen Moment ausleihen... Natürlich nicht. Außerdem ist das nicht nur eine einfache Schaufel. Warum ist das keine Schaufel? Das ist ein Erbstück von meinem Vater Wilhelm Theodor. Der wiederum hat sie von seinem Urgroßvater, dem damaligen Hofgärtner eines indischen Maharaja. Und dieser hat sie von einem französischen Kaiser bekommen. Ah so. Klingt naheliegend. Sagen Sie, kennen Sie sich mit Schädlingen aus? Also ich sehe hier nur einen Schädling. Aber nun, sag mal, was du willst, Jungchen. Ich müsste etwas über Termiten wissen. Termiten? Ja, wissen Sie da etwas? Klar weiß ich was. Aber interessiert dich das denn wirklich? Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Doch, wirklich. Welche Termiten? Nun, da hinten. Nein, ich meine, welche Art von Termiten? Du musst wissen, dass es viele hundert Arten von Termiten gibt. Ich weiß viel über Termiten, aber die Art muss ich schon wissen. Nun, ich könnte sie Ihnen zeigen. Sie sind dort. Nein, ich han kein Zick. Sag mir eher, sind's was du mit ihnen vorhäss. Nun, ich habe eigentlich vor, sie loszuwerden. Einen Termiten-Attraktionspark bauen mit kleinen Karussells. Ich will lieber etwas anderes reden. Ich weiß nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Spaß verstehen. Ich habe eigentlich vor, sie loszuwerden. Das wird schwer. Hast du Erfahrung mit Napalm? nein. Wasserstoffexplosionen? Auch nicht. Dann hast du ein Problem. Termiten sind schwer zu bekämpfen, außer man geht mit radikalen Methoden vor. Ich habe aber auch mal gehört, dass das Verwenden eines Duftstoffs helfen soll. Naja, wie auch immer, Termiten sind wie Kakerlaken und Ratten. Ja, was man mit ihnen macht, man bekommt sie nicht los. Sie haben da etwas über einen Duftstoff gesagt. Ah, richtig. Es ist nicht wirklich ein Duftstoff, es hat eher etwas mit der Qualität von Holz zu tun. Sie meinen, man könnte versuchen, die Termiten mit einer attraktiveren Holzsorte zu ködern? Ja, genau. Wie Menschen wollen auch Termiten immer das Beste vom Besten. So lassen sie gerne von einem Gegenstand ab, wenn sie als Ausgleich etwas Besseres bekommen. Welche Sorte Holz käme denn in Frage? Alles Mögliche. Kirschholz, Walnuss, Olive, Rosenholz, Mahagoni und die gebeizte Hainbuche. Hauptsache edel. Und wo bekomme ich so etwas her? Tja, da bin ich überfragt. Mein rechtes Auge ist zwar aus edlem Holz gefertigt, aber du kannst dir vorstellen, dass ich es dir nicht geben werde. Sagen Sie mal, was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Wie? Na, schauen Sie sich doch mal an. Sie sehen so betrübt aus. Na, schau dich doch mal um. Nichts wächst. Ich bin ein Versager. Hey, Kopf hoch. Das wird schon. Glaubst du? Ja, sicher. Sie haben da aber schöne Handschuhe. Willst du sie haben? Gerne. Hier, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe von der Gewerkschaft neue bekommen, zum 60. Jubiläum. Der 60. von Ihnen oder der Gewerkschaft? Von der Gewerkschaft natürlich. Ich selbst bin ja erst 33 Jahre alt. Vielen Dank. 33 Jahre. Pff, wer's glaubt. Okay, dann nehmen wir mal die Handschuhe mit. Dann habe ich auch schon eine Idee. Was ist das denn? Hohles Bambusrohr. Habe ich denn das jetzt her? Ach so, vom Windrad, okay. Ich würde sagen, wir könnten mit den Sägespären spähen und den Termiten eine Fährte machen zu der Hütte da. Das ist keine schlechte Idee.
Eventuell könnte ich mit den Sägespänen die Termiten zur Holzhütte locken. Sag ich doch. Aber vorher muss ich erst diese fleischfressende Pflanze vertreiben. Okay, Kastanie mit Bambusrohr. Ein Bambusrohr. Früher hat man mit sowas eins auf die Griffel bekommen. Okay, daraus kann man sich kein... Ah, Saatgut mit Ein Bambusrohr. Früher hat man mit sowas eins auf die Griffel bekommen. Ich wollte daraus ein Blasrohr basteln. Das sollte ich lieber jemand anderem überlassen. Ein Bambusrohr. Es ist ziemlich hart. Das hilft mir nicht. Ein Bambusrohr. Ja, ist okay. Habe ich schon tausendmal gehört. So langsam beginne ich an meinem Verstand zu zweifeln. Ja, wieso? Kastanie mit Bambusrohr? Das ist definitiv nicht möglich. Okay, geh zum Wanderweg. Nee, da geht's nicht lang. Schau ans Schild. Ein Warnschild. Wer den Rasen betritt, dem werden die Beine abgehackt und diese dann als Statue in Beton gegossen. Keine sehr freundliche Art. Nett. Wer weiß, welche Strafe mir dann droht. Was jetzt? Ich sollte es lieber an... Hätte ich nur eine Heckenschere. Rede mit Pflanze. Na, wie ist das Wetter hier? Nerv mich, kleines Würstchen. Was? Du kannst sprechen? Schnauz jetzt! Wie kommt es, dass du sprechen kannst? Wie kommt es, dass du mir so auf den Sack gehst? Nun gut, komm noch etwas näher. Dann erzähle ich dir, wie ich das Sprechen lernte. Ich glaube, dass... das lasse ich lieber. Ich verstehe dich gut. Einen Versuch war's wert. Übrigens, nur wenige von uns können sprechen. Erzähl mir mehr. Was willst du wissen? Warum du sprechen kannst? Wie oft denn noch? Provoziere mich bloß nicht. Ich glaube, du kannst sehen, dass ich scharfe Zähne habe. Oh, stimmt. Das war mir noch gar nicht aufgefallen. Zu deiner Frage. Meine Meister züchteten mich längere Zeit in einer Art Lehrraum. In diesem Raum erlernen sie eure Sprache. Es war sternslangweilig und ich bekam anfangs nur Mottenlarven zu essen. Also konzentrierte ich mich darauf, was die glubschaugige Lehrkraft von sich gab. Den Rest kannst du dir wohl denken. Glubschäugig? Heute Morgen habe ich schließlich alle Lehrkräfte und Schüler verspeist und mich für ein Verdauungsschläfchen dann hier niedergelassen. Bis auf zwei Wachen ist im Gewächshaus nichts mehr los. Gut zu wissen. Ah ja, ein interessantes und spannendes Leben. Weiter so. Ich rede nochmal mit der Pflanze. Ich hätte da noch eine Frage. Ist es hier nicht ein bisschen gefährlich für dich? Man könnte dich entdecken. Hier kommen nicht viele Leute vorbei. Und der Gärtner meint, ich sei die Auswirkung seines Trinkproblems. Er ignoriert mich schon seit einer halben Ewigkeit. Und wenn doch mal jemand anderes vorbeikommt, kannst du dir denken, was passiert. Du kannst froh sein, dass ich gerade erst gefrühstückt habe. Das ist gut. Wie bist du hergekommen? Interessiert dich das wirklich? Oder willst du mich nur ablenken, während dein Gefährte versucht, mir mit einer verrosteten Gartenschere den Garaus zu machen? Ich habe keinen Gefährten. Oh, wie schade. Es ist ein Vorteil, eine genmanipulierte Riesenpflanze zu sein. Ich könnte mich selber fortpflanzen, wenn ich... Bitte verschon mich damit.
Na gut. Kurz gesagt, ich hatte diese Idioten satt. Idioten? Richtig. Wie gesagt, ich bin im Schulungsraum aufgewachsen und lernte so eure Sprache. Ich versuchte ihnen zu erklären, wie ineffizient ihre Welteroberungspläne sind. Doch vermutlich respektierten sie mich nicht. Schließlich sollten mich zwei ihrer Diener mich mit einem Pflanzengift außer Gefecht setzen. Mittlerweile habe ich die beiden verdaut. Und du hast dich entschlossen zu gehen? Ich hatte es einfach satt. Kann ich verstehen. So, und nun lasst mich in Ruhe. Ich muss mich sonnen, solange es noch hell ist. Photosynthese? Genau, du Schlaumeier. Ich hörte davon. Hol dir bloß keinen Sonnenbrand. Ich würde mir diesen Holzschuppen gerne einmal genauer ansehen. Das kann ich mir vorstellen. Versuch's nur. Komm her, Kleiner. Ich bin schon ganz wild auf dich. Wie jetzt? Du musst mir schon das Maul stopfen, wenn du vorbei willst. Oh, später vielleicht. Na komm schon, du hast doch schon gefrühstückt. Also lass mich doch bitte einen Blick auf diesen Schuppen werfen. Ich könnte dich bis zu einem gewissen Bereich vorlassen, aber dann kann ich für nichts mehr garantieren. Was meine zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr unter meiner Kontrolle stehenden Fangarme zu alles mit dir anstellen? Oha, ich glaube, ich bleibe lieber, wo ich bin. Schade, hätte ich nur nichts gesagt. So, ich habe noch etwas zu tun. Na, endlich. Geh mir aus der Sonne. Ich gehe nochmal zur Absturzstelle und guck mal, ob ich mit dem Bambusrohr und der Maschine irgendwas machen kann. Das wäre total unsinnig. Hätte ich ja als Hebel benutzen können. Entschuldigung, Zack. Ich rufe lieber einen Profi dafür, nur wen? Lieber nicht. Ein durchlöcht müsste. Das funktioniert nicht. Ein durchlöcher müsste ein. Schade, das funktioniert nicht. Titan-Cutter-Messer mit Bambusrohr? Ein Bambusrohr. Kann ich daraus mir einen Speer bauen? Hatte ich erwähnt, dass ich ganz schnell nach Hause muss, um meine Kuh zu melken? Die platzt sonst noch. Denk nach, denk nach. Mach ich ja. Tja, ein Windrad. Erscheint mir auf den ersten Blick nutzlos, aber man kann ja nie wissen. Ein gut gedüngter Farn. Die Blätter sind frisch. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich die schneiden? Da fehlt mir der Durch. Gibt's hier irgendwas? Hab ich irgendwas übersehen? Am Waldrand nochmal ein bisschen gucken. Rasenfläche anschauen. Rasen betreten verboten. Das ist keine schlechte Idee. Eventuell könnte ich mit den Sägespänen die Termiten zur Holzhütte locken, aber vorher muss ich erst diese fleischfressende Pflanze vertreiben. 300 Millionen Termiten, die einen Düngesack bevölkern. Ich hab's genau gesehen. Er wird von ungefähr 20 Millionen Termiten bevölkert. Und ich habe wenig Lust, dass sie über mich herfallen. Dünger. Da bekommt das die Ausdrucksweise Scheiße fressen eine ganz andere Bedeutung. Okay, ich nehme noch mal ein paar Äste.
Y-förmiger Ast. Damit kann ich mir eine Zwille bauen. Nutze Y-förmiger Ast mit Schlauch. Da fehlt mir der Durchblick. Keine Schau. Benutze. Lieber nicht. Das soll... Ich bräuchte jetzt einen Gummi oder sowas. Den könnte man vielleicht als Wünschelrute benutzen. Wünschelruten funktionieren aber nicht. Ich sollte es lieber anders versuchen. Am Waldrand hier oben? Nein, das geht so nicht. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und denkt immer dran, ich liebe euch. Ciao. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm.